Aufschlag, Vor- und Rückhand. Bereits zum 25. Mal findet beim BASF-TC in Ludwigshafen das Schaulaufen der besten U13- bis U16-Nachwuchsspieler im deutschen Tennis statt. Zufall ist das nicht. Der Standort genießt beim Deutschen Tennisbund hohes Ansehen. Die Anlage bietet alles, was wir brauchen. Einmal eine ausreichende Platzanzahl, aber auch eine tolle Unterstützung vom Verein an sich, mit Personal, mit den ganzen Facilities, die wir hier geboten bekommen. Jetzt durch den Umbau hier haben wir nochmal eine neue Qualität. Ich glaube, alle fühlen sich hier sehr wohl. Und mittendrin ist mit dem 16-jährigen Lokalmatadoren Elias Peter auch ein Spieler, der sich bereits jetzt schon ganz große Ziele gesetzt hat. Also mein Ziel ist, Profi zu werden. Ja, mal gucken, wie das vorangeht. Sein Trainer Steffen Neutert sieht in dem Nachwuchsspieler jedenfalls viel Potenzial. So viel, dass er gemeinsam mit seinem Schützling das nächste Level ausprobieren möchte. Wir starten jetzt ab Juli, er macht ein freiwilliges soziales Jahr bei uns und starten dann im Prinzip wirklich mal auf Profi-Level zu trainieren, zweimal am Tag plus Athletik, und müssen dann einfach schauen, wie weit die Entwicklung geht. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften erreichte Peter am zweiten Tag schon einmal locker das Halbfinale. Sein großer Trumpf dabei? Ja, also mein Aufschlag ganz klar. Bei dem Turnier, der ist sehr gut gekommen, bisher auch viele Asse serviert und so. Aber auch seine Vorhand kann sich sehen lassen. Mit seinem aggressiven Stil setzt Peter seine Kontrahenten immer wieder unter Druck. Dementsprechend möchte er auch bei den Meisterschaften weiterhin für Furore sorgen. Mein Ziel war eigentlich Viertelfinale, Halbfinale. Ich bin ja auch in 8 gesetzt und mal sehen, wie weit es noch geht. Wie weit es für die Nachwuchshoffnung ging, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Aber wer weiß, vielleicht kann man Peter in Zukunft dann auch mal auf der ganz großen Tennisbühne aufschlagen sehen.